Zunächst ein kleiner Disclaimer. Wichtig, dieses Video ersetzt keinen ärztlichen Beistand, sondern schildert lediglich meine Meinung, was ich persönlich testen würde und bei einem Defizit, was ich persönlich nehmen würde, um diesen zu beseitigen. Diese Informationen sind nicht zum Nachmachen, sondern unterliegen lediglich meiner Meinungsfreiheit. Das heißt, wenn du dieses Video siehst, dann nur, um meine Meinung zu erfahren, nicht meinen Rat. Jeder zweite laut dem RKI manifestiert Krebs im Laufe seines Lebens. Ein sehr großer Prozentteil nimmt die Chemotherapie in Anspruch. Würdet auch ihr die Chemotherapie in Anspruch nehmen? Wenn ja, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare und wenn nicht, dann sehr gerne auch. Ich lese übrigens jeden Kommentar. Ich möchte kein großes Wort über die Entstehung und Ursachen verlieren zu Krebs. Dazu habe ich bereits reichlich aufgeklärt und es gibt so viele Videos auch dazu. Ganz wichtig, meine persönliche Meinung, es ist eine Mitochondriopathie, ja, zu knapp 100%. Das ist meine Meinung. Der Auslöser, ja, verschiedene epigenetische Ereignisse werden dadurch quasi die Mitochondriopathie triggern lassen. Ja. Vor allem aber oxidativer Stress bzw. eine ausgeaderte chronische Sauerstoff- oder Stickstoffradikalkonzentration, die die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, nachhaltig schädigt und ihre protektiven Moleküle und Enzyme wie Glutathion, Coenzym Q10, Alpha-Liponsäure, Superoxidismutase, Katalase und so weiter in die Depletion treibt. Jedes Jahr erkranken in Deutschland fast 500.000 Menschen, also 500.000 neu an Krebs, weil die Bevölkerung hierzulande immer älter wird, wichtig aber nicht gesünder, ja. Ist was völlig Unterschiedliches, ja. Damit ist zu rechnen, ja, dass die Krebserkrankungen zwischen 2015 und 2030 um rund 23%, also quasi nochmal um ein Viertel, steigen wird, also nochmal 125.000 on top, ja. Bei knapp 10% davon kehrt der Krebs zeitig wieder zurück. Diesen Tatbestand betitelt man als Rezidiv. Das Problem, was aber nach einer Chemotherapie auftritt, ja, die zellschädigende Wirkung der Chemotherapie betrifft nicht nur die Krebszellen, sondern auch alle anderen Zellen, die sich natürlicherweise schnell teilen. Beispielsweise Zellen der Schleimhäute, der Haarwurzeln oder des Knochenmarks. Die Folgen sind Störungen im Verdauungstrakt, wie Entzündungen der Mundschleimhaut, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Durchfälle, Bauchschmerzen, Veränderungen der Blutwerte, vor allem Blutarmut, Anämie, Blutgerinnungsstörungen mit einem erhöhten Infektionsrisiko, Rückgang der weißen Blutkörperchen, ja, das heißt der Leukozyten, Haarausfall, der Anhalt der Erschöpfungserscheinungen, also Fatigue-Syndrom, ja, Störung des Konzentrationsvermögens und Beeinträchtigung des Gedächtnisses, ja, Störung des Menstruationszyklus bei Frauen, Schädigung der Keimdrüsen und Störung der Fortpflanzungsfähigkeit bei Frauen sowie bei Männern. Deshalb werden diese auch oftmals eingefroren, ne, davor. Und vor allen Dingen Steigerung des Risikos für weitere Krebserkrankungen. Das ist ganz wichtig hier. Das sage ich auch gleich nochmal, wie das zustande kommt. Daher würde ich sofort den Zellen helfen, die am häufigsten bzw. am heftigsten darunter leiden, die mit einer schnellen Zellteilungsrate. Daher sollte jedem klar sein, dass Vitamin D entscheidend ist bei der Zellteilung. Auch Selen und Zink sorgen für eine funktionelle Zellteilung. Oder auch Kupfer, wo es um die Farbpigmente geht. Da sollten, würde ich Werte prüfen lassen, ne, ob man den Status an Zink und Selen und so weiter wirklich suffizient ist. Ja. Apropos Haare, selbst im Fokus gab es einen Artikel zum Thema Silizium, wo es um eine Hamburger Studie ging mit 55 Frauen, wo die Haardicke um ca. 13% dank Silizium zunahm. Aber auch Kürbiskernöl zeigte in einer Goldstandard-Studie, also randomisiert, ja, RTC, großartige Ergebnisse bezogen auf das Haarwachstum. Ja. Es führte zu einer statistisch signifikanten Anstieg dessen. Ja. Hinzu kommt eine weitere Studie, die einen Konsens mit jener bildet und den Befund, dass Kürbiskernöl einen Einfluss auf das Haarwachstum hatte, sehen wir hier. Auch Gerstengasextrakt zeigte interessante haarwuchsstimulierende Eigenschaften in einer Studie. Es erhöhte die Wachstumsrate um bis zu 140%, sehen wir in Zellen, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ein wichtiger Hinweis, dies muss nicht so stark bei jedem ausfallen, es sind so Hinweise, die ich euch hier liefere. Ja. Die Blutzellen sind meistens stark herabgesetzt. Die Erythrozyten, dies sollte man beachten, denn diese benötigen vor allen Dingen Eisen. Ja. Des Weiteren fand man in einer Goldstandard-Studie ebenfalls, dass Spirulina das Hämoglobin erhöhte, also den Sauerstoff transportierenden Farbstoff, ja, der ca. 90% der Blutzellen quasi ausmacht. Ja. Und dies statistisch signifikant im Vergleich zur Kontrollgruppe. Kommen wir zu den Immunzellen, ja, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wichtig ist hier, Vitamin D, ja, Dacarbolizidin, schwieriges Wort, ja,
ich sag's nochmal, Katelizidin, ja, durch Vitamin D wird es quasi gebildet. Und zwar intrazellulär, das heißt innerhalb der Zelle. Dieses schützt die Zelle vor Erregern, denn es hat eine antimikrobielle Eigenschaft. Des Weiteren ist auch, wenn nur leicht, eine sportliche Aktivität sehr wichtig. Denn dies führt dazu, dass Immunzellen das Knochenmark verlassen und in die Blutbahn gelangen und von da aus in die Lymphe gelangen. Ja, wir kennen das alle, die Lymphknoten. Was ebenfalls sehr entscheidend ist und ich testen würde, ist Glutathion. Ja, verantwortlich für die Chemotherapie. Resistenzen sind die Verringerung der Medikamentenakkumulation in den Krebszellen. Ja, die Inaktivierung des Medikaments durch Reaktion mit Glutathion und Metallothionen. Ja, so, das sind kleine Schwefelverbindungen. Ja, und die schnellere Reparatur von DNA-Läsionen. Das heißt, wichtig jetzt, je mehr Glutathion jemand hat, desto schlechter wirkt die Chemotherapie. Denn das Glutathion beschützt unsere Zellen vor DNA-Schäden. Da es das wichtigste intrazelluläre Antioxidant der Spezies Mensch ist und die Entgiftungsfunktion unseres Körpers bestimmt, ja, in der Phase 2, Leberkonjugation und so weiter. Habe ich schon Videos dazu gemacht. Wenn deine Chemotherapie erfolgreich bei dir war, kannst du sicher gehen, dass dieses nur erfolgreich war, beziehungsweise diese Chemotherapie, da du kein Glutathion mehr im Körper hast. Ja? Denn das hätte sonst die Chemotherapie in gewissem Maße stark negiert. Ja? Das heißt, Glutathion würde ich testen, aber wie gesagt, zu 99% ist meiner Meinung nach dieses defizitär, sonst wäre die Wirkung nicht so da gewesen. Ja? Wichtig, dies kann man nicht oral zuführen. Es geht nur über reine Infusionen oder liposomale Gabe. Dazu haben wir ebenfalls eine Studie gemacht, die seht ihr einmal hier. Da es ein Tripeptid ist und jener im Magen sonst zersetzt wird, das Glutathion, ja. Mehr Infos findet ihr sicherlich im Internet und so weiter, könnt ihr gerne mal nachschauen. Ja. Ansonsten sprecht mit eurem Arzt über Infusionen oder wie auch immer. Dann geht es um die Erschöpfung. Ja. Über 90% empfinden im Laufe der Chemo oder demnach ein Erschöpfungssyndrom. Ja. Dies hat einen klaren Grund. Körpereigene Antioxidantien wie NADH, Q10, Alpha-Liponsäure werden ebenfalls massiv dezimiert. Daher würde ich diese Werte persönlich messen lassen, da diese unglücklicherweise Antioxidantien sind und die Chemotherapie oxidativ wirkt. Verbrauchen sich diese selbst, aber sehr wichtig sind bei der Energiegeneration in den Kraftwerken deiner Zelle, zum Beispiel NADH und Q10 und so weiter, ja, also in der Atmungskette. Dein Stoffwechsel von Zucker zu Sauerstoff funktioniert nicht mehr in dem Maße aerob, also mit Sauerstoff, wie er soll, sondern anaerob, da ihm die wichtigen Moleküle dazu fehlen, NADH, Q10 und so weiter, da diese weggepuffert wurden, da diese ja auch gleichzeitig Antioxidantien sind, ja, und die Chemotherapie oxidativ wirkt, ja. Das Problem ist hier, aus diesem Status muss man so schnell es geht wieder rauskommen und darauf würde ich persönlich sehr großen Wert legen. Denn man veratmet nicht den Zucker zu Wasser, CO2 und ATP, ja, dem universellen Energieträger, sondern vergärt ihn zur Milchsäure, welches eines der Hauptnahrungsmittel von Krebszellen ist. Diese Korrelation kann man aus diversen Studien entnehmen, ja, wie diese Goldstandard-Studie hier mit Krebsdiagnosepatienten und zum Thema Q10. Ja. Die normale Range ist ca. 0,64 bis 1,06 Mikrogramm pro Milliliter, ja, Coenzym Q10. Ja. Man sieht hier, dass jene Patienten schon vor der Chemotherapie einen Mangel hatten. Also man sieht, dass die Atmungskette schon vorher nicht funktioniert hat. Und diese Menschen einen Teil der Energie chronisch über die Gärung und die Milchsäure generiert haben. Was zum Krebswachstum natürlich massiv beiträgt. Daher ist es wichtig, aus diesem Status so schnell es geht wieder rauszukommen, bevor man rezidiv wird. Daher gilt dieses zu testen und gegebenenfalls dies zu supplementieren bei einem Mangel, um diesen auszugleichen. Das gleiche gilt für Alpha-Liponsäure, die wichtig ist im Energiestoffwechsel, die im Zytoplasma am Ende der Glykolyse das Pyruvat zu Acetyl-CoA umwandelt. Ein Essigsäurerest würde jetzt hier zu weit führen. Das Produkt der Glykolyse wird durch die Pyruvat-Dehydrogenase, die Alpha-Liponsäure abhängig ist und B1, in die Kraftwerke eingeschleust, genauer den Citratzyklus. Passiert dies nicht, wird das Produkt des Zuckers nicht in die Kraftwerke geleitet, genauer genommen den Citratzyklus, sondern ebenfalls vergärt. Das heißt wieder Milchsäure, Futter für Krebs und 16 mal weniger Mol ATP aus Glucose, ja, wie man ihn veratmen würde normalerweise. Alpha-Liponsäure ist ebenfalls eines der stärksten fettlöslichen wie auch wasserlöslichen Antioxidantien, damit ist es was ganz, ganz Besonderes und wird höchstwahrscheinlich ebenfalls herabgesetzt sein. Sehr gerne auch dieses testen lassen.
Es ist wichtig, den Körper weiterhin zu entlasten. Die Leber musste extrem viel Entgiftungsleistung erbringen. Deshalb sind meistens auch die Leberwerte AST und ALT auch massiv erhöht, weil viele Leberzellen auch mit gestorben sind dabei. Ja. Daher würde ich alle Gifte wie Alkohol, Rauchen, billige Kleidung, billige Pflegeprodukte mit Chemie, künstliche Süßstoffe und so weiter meiden, ja, damit die Leber Zeit hat, sich zu regenerieren. Das kann die sehr gut, wenn man ihr die Bedingungen gibt. Aber dies mache ich ohnehin schon. Das ist für mich No-Brainer, sowas, ja. Das gleiche gilt für die Nieren, denn diese ist quasi der Handlanger der Leber, ja. Denn diese leitet die zuvor in der Leber wasserlöslich konjugierten Substanzen, dank Glutathion auch, ja, aus. Damit sie ausgeschieden werden können, ist dies notwendig, denn der Körper kann nur begrenzt fettlösliche Substanzen ausleiten. Dazu braucht die Leber übrigens ebenfalls Glutathion. Die Niere kann entlastet werden durch eine nicht saure Ernährung, das heißt pflanzenbasiert, denn die Niere reguliert den Säure-Base-Haushalt bei uns im Körper. Ja? Ganz wichtig, schwefelhaltige Aminosäuren, zum Beispiel Cystein oder Methionin, die in tierischen Produkten abundant vorkommen, führen zu Säurebildung im Körper, also genau genommen Sulfate und sogar Schwefelsäure. Pflanzliche Produkte auch teilweise zu Säure, aber auch zu Bicarbonaten, die Wasserstoff-Ionen, ja, genau genommen zu Hydroxonium-Ionen, genau genommen, aus dem System entfernen und damit den pH-Wert erhöhen. Ja. Ganz wichtig, was ich ebenfalls machen würde, sind Esspausen, also intermittierendes Fasten, hat ebenfalls viele Vorteile. Da würde ich nicht unbedingt die Kalorienmenge reduzieren, sondern eher die Frequenz der Mahlzeiten. Denn in Ruhephasen ohne Verdauung kann der Körper sich am besten regenerieren. Daher ist auch Schlaf so erholsam. Ich denke, das soll es gewesen sein. Es gibt noch viel, viel mehr, was ich euch hier erzählen könnte, aber das würde jetzt hier definitiv den Rahmen sprengen des Videos. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Abonniert sehr gerne und like dieses Video sehr, sehr gerne. Wir sehen uns. Ich sag ciao, Patrick.